Spielerischer Medieneinsatz im Unterricht. Ein Workshop von Christoph Keindl und Cornelia Amon. Ursprünglich war dieser Workshop natürlich offline konzipiert. Wir haben ihn aber nun online gestaltet aufgrund der Covid-19-Situation und möchten ihn gern über YouTube zur Verfügung stellen. Kurz zu uns, wer sind wir eigentlich? Also was ist der Wiener Bildungsserver? Der Wiener Bildungsserver ist ein durch die Stadt Wien geförderter Verein. Wir sind ein Team aus IT-Lern, Medienpädagoginnen und Medienpädagogen, Redakteurin und natürlich Geschäftsführung. Unser Ziel ist es, die Medienbildung von Kindern und Jugendlichen im Wiener Bildungsbereich, also vom Kindergarten bis zur Sek 1, zu fördern, sowohl im schulischen als auch im außerschulischen Bereich. Wir versuchen das hauptsächlich über die Multiplikatorinnen, die Lehrer und Lehrerinnen. Die versuchen wir über unsere Webs zu erreichen, das Lehrerinnenweb, den Medienkindergarten, die Kiwitek, das Kidsweb und, so wie Sie hoffentlich auf uns gestoßen sind, über YouTube. Wir bieten allerdings eben auch Schulungen an zum Whiteboard, zum Lernrobotern, zu Radio und natürlich auch allgemein digitale Bildung. Jetzt aber zum eigentlichen Thema Spiel. Bei einer Definition von Spiel halte ich mich gern an Johann Heusinger, der das Spiel anhand von 6 Merkmalen definiert. Die sehen folgendermaßen aus. Einerseits ist das das Moment der Freiwilligkeit. Spieler und Spielerinnen müssen sich freiwillig für ein Spiel und das Mitmachen entscheiden. Das Spiel ist eine Beschäftigung oder eine Handlung. Also es kann sehr, sehr vieles sein. Findet aber in einem abgesteckten Rahmen statt, sowohl zeitlich als auch örtlich. Also der Rahmen ist begrenzt. Es hat ein festes Regelwerk, an das man sich auch halten muss, sofern man nicht als Spielverderber, Verderberin gelten möchte. Das Ziel des Spiels hat das Spiel in sich selbst. Und für ihn geht auch damit einher ein Gefühl der Begeisterung, also etwas abgegrenzt vom üblichen Leben. Wenn man sich diese Definition jetzt genauer ansieht, dann ist es natürlich sehr schwierig, ein echtes Spiel in den Unterricht zu integrieren. Das beginnt schon mit dem Problem der Freiwilligkeit, denn oft sind Schüler und Schülerinnen nicht freiwillig dabei, wenn es um das Abarbeiten von Lernstoff geht. Aber auch darum, dass das Spiel das Ziel in sich selbst hat. Denn beim Lernen sollte doch immer der Lernstoff das Ziel sein und nicht das Spiel, also der Weg dorthin. Wir haben das Ganze so umgangen, dass wir der Meinung sind, dass man spielerische Elemente gut herausnehmen kann und in den Unterricht integrieren kann. Warum aber die Mühe? Die Mühe macht für uns deshalb Sinn, weil Spielen großartige Emotionen auslöst und diese Emotionen nutzbar gemacht werden können fürs Lernen. Das heißt, dass man hoffentlich durch den Einsatz spielerischer Elemente von Schülerinnen und Schülern, die vielleicht mal nicht so motiviert sind oder nicht so begeistert sind, dass man durch solche Interventionen zu mehr Begeisterung und damit auch mehr Lernmotivation kommen kann. Was ist jetzt alles zu beachten, wenn man im Unterricht Spiele einsetzt? Darüber wird mein Kollege Christoph Keindl erzählen. Natürlich kann man aus Spielen sehr, sehr viel lernen, aber wie schon gesagt, ist es recht schwierig, Spiele in den Regelunterricht einzubauen. Man muss sich beim Einsatz eines Spieles ein paar Fragen stellen, ob dieses Spiel für das, was ich vermitteln möchte, gut geeignet ist. Wenn ich Kindern einen Text zum Lesen gebe oder ein Video anzusehen gebe, ist es relativ klar, dass alle das gleiche Video gesehen haben, alle den gleichen Text gelesen haben. Bei Spielen, die eine unterschiedliche Erfahrung ermöglichen, ist es nicht so einfach. Kann sein, dass jedes Kind das Spiel in anderer Weise gespielt hat und deswegen muss ich sehr genau auswählen, ob mit diesem Spiel genau das vermittelt wird, was ich gerne vermittelt haben möchte. Der zweite wichtige Punkt ist, ob das Spiel vom Aufwand, von der Komplexität her geeignet ist, im Unterricht eingesetzt, eingebaut zu werden. Ich habe hier zwei Screenshots auf dieser Folie.
Der obere ist von FreeCIV, das ist ein Open-Source-Klon von Civilization, ein historisches Aufbauspiel, wo man von der Steinzeit die Zivilisation entwickelt, ist für den Unterricht oder das Lernen historischer Zusammenhänge an sich sehr gut geeignet, dauert aber viele, viele Stunden, bis sich in diesem Spiel wirklich etwas entwickelt. Daher wird es für den Regelunterricht, obwohl es kostenlos ist, eher nicht geeignet sein. Der Screenshot auf der rechten Seite zeigt das Spiel Ludwig. Das ist jetzt 8 oder 9 Jahre alt. Ein sehr spannendes Spiel, ein Lernspiel, das für den Physikunterricht entwickelt wurde. Da geht es darum, dass man mit einem kleinen Roboter auf einem fremden Planeten strandet. Und um von diesem Planeten wieder wegzukommen, um das Raumschiff zu reparieren, muss man eben verschiedene Dinge bauen, die man mit Hilfe physikalischer Prinzipien dann zusammensetzen kann. Das Spiel ist angepasst an den Lehrplan der Physik. Daher ist es sehr, sehr gut für den Unterricht geeignet. Es entstehen dabei natürlich auch Kosten. Ludwig ist ein etwas älteres Spiel. Derzeit kostet es aber immer noch etwa 10 Euro. Das heißt, da kommt schon einiges zusammen, wenn man eine ganze Klasse mit dem Spiel ausrüsten möchte. Und letztlich muss man sich auch die Frage stellen, ob alle Kinder und Jugendlichen das zu Hause überhaupt spielen können, weil ja nicht alle einen Laptop oder Computer zur Verfügung haben. Am besten sind, wenn möglich, kostenlose Spiele, auch mit einfachem Zugang, die vielleicht sogar am Smartphone spielbar sind. Und ganz wichtig ist es auch, Alternativen anzubieten, denn Spiele sind zwar für viele Kinder und Jugendliche eine sehr gute Motivation, aber nicht für alle. Auch nicht jedes Spiel ist für alle interessant. Das heißt, es ist günstig, auch die Möglichkeit anzubieten, vielleicht mit Videos oder anderen Medien zu arbeiten, wenn man mit dem Spiel einfach nichts anfangen kann. Weil es recht wenige komplexe und aufwendige Lernspiele gibt, die dann auch für Schülerinnen und Schüler attraktiv sind, gibt es auch immer wieder Überlegungen, kommerzielle Spiele für den Unterricht heranzuziehen. Dazu haben Michael Wagner und Konstantin Mitgutsch im Jahr 2009 eine ganz spannende Studie gemacht. Sie haben mehrere kommerzielle Spiele herangezogen und mit Lehrerinnen und Lehrern im Unterricht getestet und versucht herauszufinden, in welchem Setting diese Spiele nützlich für den Unterricht einsetzbar sind. Die Ergebnisse der Studie sind in 12 Punkten zusammengefasst worden. Wir zitieren diese Studie auch heute noch, obwohl sie über 10 Jahre alt ist, weil sich an der Aussagekraft dieser 12 Punkte im Grunde bis heute nichts geändert hat. Demnach ist die Motivation der Schülerinnen und Schüler sehr hoch, wenn Spiele im Unterricht eingesetzt werden. Allerdings kennen sich nicht alle gleich gut aus. Das heißt, es brauchen viele der Schülerinnen und Schüler auch eine Anleitung, wie das Spiel zu bedienen ist. Auch die Lehrkräfte müssen sich ausführlich auf den Spieleinsatz vorbereiten. Und letztlich ist auch der Zeitbedarf von etwa 14 bis 17 Stunden sehr hoch und wird von den meisten als zu hoch eingesetzt. Das heißt, aufwendige kommerzielle Spiele sind ein sehr gutes Werkzeug im Unterricht, aber nur in ganz bestimmten Settings, also zum Beispiel in größeren Projekten, können sie sehr gut eingesetzt werden. Dazu gibt es ein gutes Beispiel aus Deutschland. Im Elsa-Brandström-Gymnasium in Oberhausen wurde im Jahr 2010 ein Projekttag durchgeführt mit dem Spiel Napoleon Total War. Das Konzept hat sich direkt auf die Studie von Konstantin Mitgutsch und Michael Wagner bezogen. Es wurden 4 Spiele angeschafft. 4 Schülerinnen und Schüler haben sich mit diesen Spielen eingehend auseinandergesetzt im Vorfeld des Projekttages, um die anderen Schüler dann damit vertraut machen zu können. Die Schülerinnen und Schüler haben auch selbst Forschungsfragen ausgearbeitet, um herauszufinden, ob dieses Spiel geeignet ist, das historische Wissen zu vermehren, wie die Person Napoleons dargestellt wird, ob es andere Blickpunkte gibt als den Blickpunkt von Napoleon selbst, ob man außerhalb der Feldzüge Napoleons noch etwas anderes über die Geschichte der Zeit erfährt und andere Fragen mehr. Und das wurde dann eben durch das Spielen und durch die Betrachtung des Spiels in diesem Projekttag versucht herauszufinden. Aktuelle Beispiele für kommerzielle Spiele, die gut für den Unterricht geeignet sind, ist die Assassin's Creed-Reihe, Assassin's Creed Origins und Assassin's Creed Odyssey.
Das sind Action-Adventure-Spiele, die aber einen eigenen Discovery-Modus enthalten. Man kann da also geführte Touren unternehmen durch das alte Ägypten oder das antike Griechenland. Man erfährt viel über Berufe, über das Handwerk, über Kunst, über Politik. Und am Ende werden diese Touren auch durch Quizzes abgeschlossen. Also das sind sehr, sehr aufwendig gestaltete visuelle Touren. Allerdings entstehen dabei natürlich auch Kosten. Die Discovery-Touren kann man unabhängig vom Hauptspiel kaufen, aber derzeit kosten die auch so um die 20 Euro. Das heißt, es ist nicht unbedingt erschwinglich und auch nicht alle Schülerinnen und Schüler haben Geräte zu Hause, wo sie das dann auch nutzen können. Ein bisschen eine Ausnahmestellung unter den kommerziellen Spielen nimmt Minecraft ein. Das ist ein sehr offenes Sandbox-Spiel in einer mittlerweile sehr bekannten Optik, mit so die Welt aus würfelförmigen Klötzchen aufgebaut. Und in diesen Welten kann man einfach sehr, sehr viel machen. Man kann kreativ tätig sein, man kann Dinge bauen, man kann Eisenbahnlinien errichten und so weiter. Und es gibt auch eine Minecraft-Edu-Version mit sehr, sehr vielen Materialien dazu. Eine Open-Source-Alternative zu Minecraft ist MineTest, von dem Sie hier zwei Screenshots sehen. Das sieht genauso aus wie Minecraft, ist auch im Grunde gleich zu bedienen, läuft aber auch auf wesentlich schwächeren Computern und sogar am Smartphone und ist, wie gesagt, kostenlos und Open Source. Es gibt unzählige Mods, auch für den Education-Bereich, mit denen man die Berechtigungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler einschränken kann und auch verschiedene Versuchsanordnungen aufbauen kann. Zum Beispiel sehen Sie links oben eine Welt, die von einem Lehrer aufgebaut wurde, wo jeder dieser nummerierten Bereiche für eine eigene Schülergruppe gedacht ist, die dann nur in diesem Bereich ihre Häuser, ihre Entwürfe bauen können und die anderen Bereiche sind für sie gesperrt und dann nur für die jeweilige andere Schülergruppe zugänglich. Und im rechten Screenshot sehen Sie eine Versuchsanordnung, da sind Logikgatter dargestellt. Hier sehen Sie eine Und-Schaltung, das heißt, die Lampe leuchtet nur dann, wenn die grünen Würfel im Vordergrund beide aktiviert sind. Aber auch Minecraft oder MineTest eignen sich dann eher für größere Projekte. Was jedoch immer geht im Unterricht, ist Spiele zum Thema machen, also Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, sich mit den Spielen auseinanderzusetzen, die sie spielen, weil man kann ja nicht nur eine Textinterpretation oder eine Filmkritik machen, man kann auch durchaus den Schülern die Aufgabe geben, eine Spielrezension zu schreiben, von einem Spiel, das sie selber gerne spielen und sich dann ein bisschen intensiver auch mit dem Spiel selber auseinanderzusetzen. Spiele können auch zur Auflockerung im Unterricht eingesetzt werden, ein meiner Meinung nach sehr unterschätztes Thema, da Konzentration oft über lange Zeiträume nicht möglich ist und da kann ein Spiel eine angenehme Auflockerung bieten und danach geht es voller Kraft weiter. Hier ist es wichtig, dass das Spielziel bleibt, die Auflockerung. Das heißt, es muss nicht unbedingt einen Konnex zum nachfolgenden Thema haben. Ist natürlich schön, wenn es das gleich hat. Aber prinzipiell geht es darum, den Körper eventuell oder auch den Geist in Bewegung zu versetzen und vielleicht einmal gute Laune im Klassenzimmer oder auch online zu verbreiten. Bei vielen Unternehmen ist schon angekommen, was für einen tollen Wert Spiele in diesem Bereich haben und daher kennt wahrscheinlich jeder von uns schon Workshop-Spiele, die manchmal Begeisterung und manchmal etwas weniger Begeisterung auslösen. Bei den wilden Workshop-Spielen, die wir auch verlinkt haben, ist sicher für jeden was dabei. Es können aber auch einfache Bewegungsaufgaben sein, es kann so ein Musikstopp-Tanz sein oder kreative eigene Einfälle. Online gibt es auch Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man zwischendurch mal Scribble.io spielen. Das ist wie die Zeichenaktivität von Activity. Also einer der Spieler oder Spielerinnen zeichnet etwas und die anderen müssen versuchen zu erraten, was das ist. Es können auch einfache Wortwolken oder eine Art Brainstorming angedacht werden. Alles, was den Kreislauf oder den Geist in Schwung bringt, kann hier ausprobiert werden. Beim Thema Neugierig machen geht es eigentlich um Spiele als Erfahrungsräume, also den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, Sachen auszuprobieren, zu experimentieren.
Also es geht im Grunde um forschendes Spiel. Das sind nicht immer Spiele, das können auch Spielzeuge sein, Simulationen sein. Und davon möchte ich Ihnen gerne ein paar vorstellen. Auf dem Screenshot links oben sehen Sie The Powder Toy. Das hat zwar ziemlich einfache Grafik, ist aber ein sehr komplexes physikalisches Simulationswerkzeug. Da können Sie aus unzähligen verschiedenen Gesteinsarten, Elementen, Versuchsanordnungen aufbauen. Man kann auch fertige Modelle runterladen. Es gibt sehr, sehr viele wie dieses Vulkanmodelle. Es gibt aber auch Atomkraftwerke, Turbinen, alles Mögliche, was sich für Demonstrationen eignet, aber auch für Kinder und Jugendliche, dass sie selbst etwas bauen können, dass sie selbst etwas ausprobieren können. Rechts sehen Sie einen Screenshot von NetLogo. Das ist eine Plattform und eine Oberfläche für agentenbasierte Simulationen. Jeder der simulierten Agenten gehorcht zwar nur sehr einfachen Befehlen und hat nur sehr einfaches Verhalten, aber indem sie zusammenwirken, entsteht ein komplexes Ganzes und man kann mit agentenbasierten Simulationen sehr gut das Funktionieren von komplexen Systemen zeigen. In dieser Simulation hier zum Beispiel gibt es Hasen, die Gras fressen und man sieht in der Verlaufskurve, dass am Anfang das Gras wächst und die Zahl der Hasen abnimmt, aber je mehr Gras es gibt, nimmt auch die Zahl der Hasen wieder zu, die dann das Gras wieder wegfressen. Und am Schluss stellt sich dann ein Gleichgewicht ein zwischen der Zahl der Hasen und der verfügbaren Grasmenge. Das können wir uns auch gleich live anschauen. An diesem Modell etwa kann man die Futtersuche von Ameisen untersuchen. Wir haben hier einen Ameisenhaufen in der Mitte und drei in verschiedenen Entfernungen gelegene Futterquellen. Obwohl die Ameisen einem sehr einfachen Bewegungsmuster folgen, also sie bewegen sich zunächst ungeordnet, wenn sie dann auf Futter stoßen, beginnen sie Pheromone abzusondern und kehren wieder zum Nest zurück. Die anderen Ameisen folgen der Pheromonspur, die sich aber mit der Zeit verflüchtigt und dadurch ergibt es sich, dass die Ameisen immer die nächstgelegene Futterstelle zuerst aufbrauchen, dann die zweitnächstgelegene und als letztes die am weitesten entfernte Futterquelle. Auf der Seite PHET, der University of Colorado, gibt es eine große Zahl an interaktiven Simulationen aus dem Bereich Physik, Chemie, Mathematik und andere. Zum Beispiel diese hier, wo man sich ein Atom nachbauen kann oder beliebige Atome aus dem Periodensystem der Elemente nachbauen kann. Man kann also ganz einfach hier aus diesen Töpfen Protonen, Neutronen und Elektronen herausnehmen und in das Atommodell oben einsetzen. Und bekommt dann angezeigt, was es für ein Atom ist, ob es stabil oder instabil ist. Und damit kann man eben auch verschiedene Isotope der einzelnen Elemente nachbauen. Spielen ist an sich sehr motivierend. Besonders motivierend ist es aber, wenn man eigene Lösungen für ein Problem finden muss. Und das trifft auf sehr, sehr viele Spiele zu. Ob das jetzt ein Quartett ist, ein Kartenspiel, ob das jetzt die Arbeit mit Lernrobotern ist. Wir haben bei uns auf dem Lehrerweb, Lehrerinnenweb, sehr, sehr viele Beispiele für Anwendungen von Lernrobotern. Oder ob das Adventure Games sind, so edukative Adventures, wie zum Beispiel Where in the World is Carmen Sandiego, das hier unten in der Animation dargestellt ist. Hier oben sehen Sie einen Screenshot von GeoGuessr. Das ist eine sehr, sehr witzige Anwendung. Da wird man einfach via Google Street View irgendwo auf die Welt geworfen und muss erraten, wo man ist. Je nachdem, wie nah man herankommt, erhält man mehr Punkte. Ich habe Ihnen da ein paar Screenshots vorbereitet. Ich hatte das Glück, als ich es gespielt habe, dass ich an eine Stelle gekommen bin mit ein paar Hinweisen. Also ich habe diese Tafel im Hintergrund gesehen, konnte erkennen, dass das Southernmost Beach Resort ist. Das habe ich dann gegoogelt und via Google Maps festgestellt, dass das in Key West in den südlichen USA ist. Und damit konnte ich genau feststellen, wo ich bin und habe die höchstmögliche Punkteanzahl erzielt. Da muss man aber wirklich Glück haben, weil manchmal wird man einfach irgendwo in die Tundra ausgesetzt und hat keine Ahnung, wo man ist und findet dann heraus, dass man ein paar tausend Kilometer daneben liegt. Das ist eine sehr, sehr schöne Anwendung, die man mit Kindern spielen kann, allein um zu sehen, wie unterschiedlich es auf der Welt aussieht, aber auch um verschiedene Suchstrategien zu testen, um herauszufinden, wie kann man feststellen, wo man da ist.
vielleicht anhand der Schrift, wie ob man links oder rechts fährt auf der Straße, wie die Verkehrszeichen aussehen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Früher war GeoGuessr kostenlos, man konnte auch eigene Rätsel entwickeln. Heute ist für das Spielen, für das unbegrenzte Spielen ein kostenloser Account notwendig. Und für eigene Rätselentwicklung braucht man einen kostenpflichtigen Account. Der ist mit, glaube ich, 25 Euro im Jahr zwar auch nicht sehr teuer, zahlt sich vielleicht aus, wenn man es öfter verwendet, aber das freie Spiel geht kostenlos auch. Ein weiteres schönes Spiel, das man mit kleineren Gruppen von Kindern und Jugendlichen spielen kann, ist Geocaching. Das ist eine GPS-gestützte Schatzsuche. Es liegen zigtausende Geocaches auf der ganzen Welt versteckt. Oft sind sie mit kleinen Rätseln verbunden, die man lösen muss. Es gibt auch sogenannte Multicaches. Das ist eine Art Schnitzeljagd, wo man in jeder Stufe des Caches einen Hinweis auf die nächste Stufe findet. Und erst wenn man alle Hinweise gelöst hat, kann man dann den tatsächlichen Schatz finden. Es gibt, wie gesagt, unzählige Geocaches zu entdecken. Viele führen zu historisch bedeutsamen Städten, also lassen sich auch mit Unterrichtsinhalten verknüpfen, aber eher nicht mit der ganzen Klasse, sondern mit kleineren Gruppen. Ist auch natürlich in der Freizeit eine wunderbare Beschäftigung, dass man mit Kindern und Jugendlichen ins Freie geht. Selbst solche auch GPS-gestützte Schnitzeljagden erstellen kann man mit ActionBound. Das ist eine App für Smartphones, ist kostenlos. Die ActionBounds werden am Computer erstellt und lassen sich dann mit dem Smartphone spielen. Man kann da alles Mögliche einbauen, man kann Multiple-Choice-Fragen einbauen, man kann QR-Codes einbauen, man kann eben GPS-Codes und verschiedene Rätsel einbauen. Und am Ende steht auch eine Auswertung. Wenn man öffentliche Bounds macht, ist es kostenlos. Wenn man die Zielgruppe allerdings einschränken möchte, ist es kostenpflichtig. Ja, zum Thema Lernroboter gibt es eine Menge Material bei uns auf dem Lehrerinnen-Web. Wir haben auch eine eigene Digibox zusammengestellt, die einen Lernroboter, den B-Bot, enthält. Und sehr viel Unterrichtsmaterial dazu, also eine Matte, auf der man verschiedene Aufgaben zum Thema Wien erledigen kann, auch verschiedene Rätsel und Spiele. Die Digibox kann man sich ausborgen über den Bibliothekspädagogischen Dienst der Büchereien Wien. Und über das Thema Breakouts bzw. Escape Rooms werde ich später noch einiges erzählen. Außerdem genutzt werden können spielerische Interventionen zum Thema Denkanstöße. Hier eignen sich ganz besonders Serious Games. In diesem Fall habe ich hier als Beispiel September 12th. Ich lese kurz vor. This is not a game. You can't win and you can't lose. This is a simulation. It has no ending. It has already begun. The rules are deadly simple. You can shoot or not. This is a simple model you can use to explore some aspects of the war on terror. Also wir haben die Möglichkeit zu schießen oder auch nicht. Ansonsten hat man nicht viele Möglichkeiten in diesem Spiel. Ich bin auch ganz schlecht dabei, auf Dinge zu schießen. Also ich bin absolut kein Ego-Shooter-Fan. Was passiert? Man hört Menschen weinen und danach laufen gefühlsmäßig noch mehr Menschen mit Waffen herum als zuvor, als man den einen erschießen wollte. Ist auch sehr schwierig zu treffen. Ich habe wirklich versucht, zumindest die Menschen mit Waffen zu treffen, aber es ist ja auch nicht so gut. Das ist das Kennzeichen von Serious Games, auch Games with a Purpose oder Games for Change, wie auch eine der bekannten Plattformen, denn der Titel Serious Games ist ein wenig umstritten. Bei ihnen soll der spielerische Charakter ebenfalls zu einem anderen Ziel führen, und zwar einem, der über das Spiel hinausgeht. Also in dem Fall soll es ein Denkanstoß sein, was man mit dem Krieg gegen Terror bewirkt oder bewirken kann, bewirken möchte. Wie gesagt, Games for Change, da findet man ganz viele von diesen
Spielen, auch für die wirklich unterschiedlichsten Thematiken. Da ist was für Biologie dabei. Es sind auch Spiele, die sich mit gesundheitlichen Problemen beschäftigen. Natürlich auch viele Wirtschaftssimulationen. Wie gesagt, einfach mal durchschauen. Diese Denkanstoßspiele eignen sich unter gewissen Voraussetzungen auch sehr gut als Flipped Classroom-Elemente. Also man gibt das Spiel praktisch auf. Natürlich muss man sich da genau damit auseinandersetzen, ob das für die Zielgruppe auch passt, ob sie nicht zu viel ist oder was man damit auslöst. Lasst die Schüler und Schülerinnen zu Hause spielen und setzt sich dann im Unterricht damit auseinander. Ein solches Spiel wäre zum Beispiel Get Bad News, bei dem sich die Thematik hauptsächlich um Fake News dreht. Wenn Sie auch einmal überrascht werden wollen von einem Spiel, dann kann ich empfehlen The Visit. Das habe ich Ihnen auch verlinkt. Das ist ein Spiel, das gängige Spieldynamiken so ein bisschen in Frage stellt. Das Ganze geht natürlich auch offline. Dafür eignen sich ganz besonders Planspiele, also Spiele, bei denen die Spieler und Spielerinnen unterschiedliche Rollen zugeteilt bekommen und auch in eine andere Situation versetzt werden, und sie müssen sich mit den Gegebenheiten arrangieren und da irgendwie verschiedene Szenarien ausverhandeln. Für die Lernkontrolle eignen sich die meisten Spiele nur bedingt, weil die Spielenden sie ganz unterschiedlich spielen und auf unterschiedliche Weise zu einem Ergebnis gelangen. Auch kann man ein Spiel, wenn man scheitert, mehrmals wiederholen, bis man dann endlich ein Level, einen Abschnitt geschafft hat. Daher ist da nur ganz schwierig, eine Vergleichbarkeit zwischen den Spielenden herzustellen. Was sich gut eignet für die Lernkontrolle, sind verschiedene Quizformen. Wir haben da auch einige Beispiele am Lehrerinnen-Web, die Sie sich anschauen können. Sehr einfach kann ein Quiz oder eine Umfrage mit Google-Formular erstellt werden, wobei Sie viele Möglichkeiten haben, die Fragen zu gestalten, und auch für die Auswertung stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Wenn Sie ein eigenes Quiz erstellen wollen, gibt es da ebenfalls viele verschiedene Tools. Das bekannteste ist wahrscheinlich Kahoot. Sehr gut geeignet, weil da ein bisschen eine Wettbewerbssituation entsteht, die oft ganz günstig ist, wobei man ein bisschen aufpassen muss, dass der Wettbewerb dann nicht überhand nimmt. Aber auch noch andere Tools wie Quizzes zum Beispiel sind ganz gut geeignet. Mehrere Formen von Quizzes und Rätseln lassen sich in Form von Breakouts oder Escape Rooms verpacken. Die sind in den letzten Jahren als Freizeitvergnügen sehr populär geworden, lassen sich aber auch sehr, sehr gut im Unterricht einsetzen. Auch dazu haben wir am Lehrerinnenweb einige Materialien. Das können dann ganz klassische Breakouts sein, wo man aus einem Raum entkommen muss oder wo es einfach eine Kiste gibt, die mit mehreren Schlössern gesichert ist. Am besten eignet sich da ein Zahlenschloss, ein Buchstabenschloss, Schlösser, die mit verschiedenen Kombinationen zu öffnen sind. Bei klassischen Escape Rooms sind die Rätsel meistens ineinander verschachtelt. Das heißt, ich muss zuerst ein Rätsel lösen, damit ich überhaupt einen Hinweis bekomme für das nächste Rätsel. Manchmal kann man auch in Gruppenarbeit mehrere Rätsel gemeinsam oder zur gleichen Zeit angehen. Da eignen sich Kreuzworträtsel, da eignen sich Bilderrätsel, da eignen sich Puzzles, die man zusammensetzen muss, Hinweise, die irgendwo im Raum zu finden sind. Also das macht sehr viel Spaß und ist auch sehr gut mit Unterrichtsinhalten natürlich zu verknüpfen, wenn man da in Fremdsprachen Rätsel lösen muss, wenn man da Berechnungen machen muss, wenn man geografische Rätsel hat, wo man auf einem Atlas irgendwas suchen muss. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das Ganze funktioniert auch in der digitalen Welt. Auch da kann man eben auf Kreuzworträtsel, auf Webtools zurückgreifen, wo man verschiedene Dinge suchen muss, herausfinden muss. Auch dazu gibt es verschiedene Sammlungen mit Informationen, wie man solche digitalen Breakouts gestalten kann. Auch wir haben einen digitalen Breakout zu Safer Internet-Themen hier auf dem Lehrerinnen-Web zur Verfügung gestellt. Als letzten Punkt wollen wir uns jetzt noch anschauen, wie man Spiele für den Unterricht oder im Unterricht selbst gestalten kann. Spieleentwicklung ist eine sehr komplexe Materie. Da muss man sich einige Fragen stellen, einiges überlegen,
bevor man da in die Spielentwicklung einsteigt. Das Erste, was man sich überlegen muss, was ist überhaupt das Spielziel? Welche Regeln werden dafür festgelegt? Wie soll der Ablauf des Spiels sein? Ist er vorherbestimmt? Ist es ein lineares Spiel, ein Adventure-Spiel oder kann der Ablauf zufällig verändert werden? Dann, wie gestalte ich das Spiel? Wie soll es aussehen? Soll Geräusche, soll Musik darin vorkommen? Wie soll es gesteuert werden? Ist es ein Spiel, das auf Papier zu spielen ist, ein Kartenspiel, ein Brettspiel? Soll es ein Computerspiel sein, was natürlich entsprechend komplizierter ist? Ja, und dann gibt es noch das wichtigste Prinzip bei der Entwicklung eines Lernspiels überhaupt. Das Lernziel muss immer das Spielziel sein. Bei schlechten Lernspielen ist das eben nicht der Fall. Da gibt es dann meistens einen lustigen Spielabschnitt, den man machen kann, und dann folgt wieder ein weniger lustiger Lernabschnitt, also eben den Quiz, den man bewältigen muss, den man aber machen muss, bis man zum nächsten Spielabschnitt kommt. Dann gibt es einen Ausdruck dafür, Chocolate Covered Broccoli, also Chocolate wäre dieser Spielabschnitt, den man da machen kann, und Broccoli ist also das Unangenehme, der Lernbereich. Und das sollte nicht voneinander getrennt sein, also man sollte im Spielen, durch das Spielen, das Lernziel auch weiterverfolgen. Spieleentwicklung ist gut als Projekt umzusetzen, wenn man die entsprechenden Möglichkeiten hat, denn wenn Schülerinnen und Schüler zu einem Thema ein Spiel entwickeln sollen, werden sie sich auf jeden Fall intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, werden sehr motiviert sein und werden also sehr viel zu dem Thema lernen. Und es ist auch möglich, die einzelnen Stärken der Schülerinnen und Schüler entsprechend zu berücksichtigen. Denn Spieleentwicklung ist im Allgemeinen Teamarbeit. Und wenn Sie Schülerinnen und Schüler selbst Spiele entwickeln lassen, lässt sich das natürlich auch in Teamarbeit umsetzen. Dass also die einen zuständig dafür sind, die Geschichte zu entwickeln, andere entwickeln Grafiken oder machen Fotoaufnahmen, wieder andere nehmen Geräusche auf, spielen Musik ein, andere programmieren. Also man kann das sehr schön, je nachdem welches Tool genutzt wird, auch als Teamarbeit umsetzen. Ja, und welche Tools kann man da jetzt also verwenden? Steht eine große Zahl an kostenlosen Werkzeugen zur Verfügung. Am einfachsten ist natürlich, wenn man zunächst ein Kartenspiel oder ein Brettspiel entwirft. Dazu kann man bestehende Spiele analysieren, sich den Spielverlauf, die Spielmechaniken anschauen, kann versuchen, zu einem bestimmten Thema ein ähnliches Spiel zu entwickeln. Dann gibt es eine Menge von blockbasierten Programmiersprachen. Die bekannteste ist wahrscheinlich Scratch, gibt auch die Weiterentwicklung Snap. Die zeichnen sich dadurch aus, dass das Programm nicht geschrieben wird, sondern aus Blöcken zusammengesetzt wird. Da braucht man zwar auch ein gewisses Verständnis des Programmablaufs, aber es kann eigentlich nicht viel schiefgehen, weil nur die richtigen Blöcke dann auch in der richtigen Form zusammenpassen. Weiters gibt es noch das Open-Source-Werkzeug Twine. Mit Twine kann man interaktive Stories erstellen, also wer schon mit einem Wiki gearbeitet hat, der wird in Twine sich sehr, sehr schnell zurechtfinden können. Also Sie kennen vielleicht diese Abenteuerbücher, die in den 80er Jahren recht populär sind, wo dann zum Beispiel steht, du bist auf einer einsamen Insel gestrandet, wenn du am Strand weitergehen möchtest, lies weiter auf Seite 9, wenn du ins Landesinnere gehen möchtest, lies weiter auf Seite 12. Also so kann man eben mit Twine auf digitale Weise interaktive Geschichten entwickeln. Das ist sehr, sehr einfach und funktioniert direkt im Browser, also man braucht da nicht einmal etwas installieren. Ja, und schließlich haben wir da noch Unity angeführt. Das ist eine professionelle 3D-Game-Engine, die durchaus auch in HTLs zur Spieleprogrammierung eingesetzt wird, setzt allerdings fortgeschrittene Programmierkenntnisse voraus und auch Kenntnisse der 3D-Animation und so weiter. Also das ist wirklich ein High-End-Produkt. Also zusammenfassend kann man sagen, Game Design im Unterricht oder für den Unterricht kann sehr, sehr lohnend sein und es gibt viele kostenlose Werkzeuge, die man entsprechend den eigenen Kenntnissen und Anforderungen auch nutzen kann. Anhängen möchte ich noch ein paar Wörter zur Medienkompetenz, denn das Internet ist manchmal ein bisschen wie eine Ramschkiste, man kann einen Haufen Schätze finden, aber man muss gut aufpassen, was man dann auch wirklich verwendet. Dementsprechend ist es wichtig, auf den Datenschutz zu achten. Wenn ich Spiele einsetze, bei denen die Kinder etwas angeben müssen, haben sie eine Schul-E-Mail-Adresse, werden eh keine privaten Daten verlangt.
wer hat das Spiel gestaltet, also welche Firma zieht im Hintergrund die Fäden. Ich weiß noch, dass ich damals in der Schule am liebsten das Kelloggs-Spiel gespielt habe mit Frühstücksflocken als Coins. Selbst wenn das Spiel gut ist, muss man das auf jeden Fall thematisieren mit seinen Schülerinnen und Schülern. Dann ist natürlich wichtig, die Vielfalt zu wahren. Das heißt, digitale Medien sind jetzt nicht der heilige Gral. Es ist auch toll, wenn man altbekannte Schätze verwendet, Kartenspiele. Ich habe zum Beispiel über das Quartett, das wir in Verwandtschaft immer gespielt haben, sehr viel über Oldtimer, deren Wert und wie viele Zylinder welcher Motor hat, gelernt. Also solche Spiele nicht vergessen, also nicht in den Hintergrund geraten lassen. Und wenn Sie sich selber mit digitalen Spielen nicht so wohl fühlen, dann heißt das ja nicht, dass Sie sie unbedingt verwenden müssen. Letzter Punkt, auf den ich noch hinweisen möchte, ist, dass man sich die Homepages, von denen man digitale Spiele bekommt, sehr gut ansieht. Das ist zum Beispiel La Molle Industria. Es sind gute Serious Games drauf, oft sehr gesellschaftskritisch, und wenn man sich es auf den ersten Blick anschaut, nichts Verwerfliches dabei. Wenn man ein bisschen genauer schaut, sieht man da den Orgasmus-Simulator. Der ist jetzt für eine gewisse Altersgruppe wahrscheinlich noch nicht geeignet. Ja, und damit kommen wir zum Abschluss unserer Aufzeichnung. Wir hoffen, wir konnten Anreize geben und freuen uns darauf, dass wir und auch hoffentlich Sie gemeinsam spielen werden. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe!